ja, sehr sauber unser Bus. Kann ich nur noch mal auf das, auf die Sauberkeit bei Regen im LS15 zurückkommen. Wer eines der letzten Videos gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. So, wo fahre ich denn jetzt hin? Nächste Haltestelle, Goetheplatz. Dahin. Goetheplatz, ein ziemlich zentraler Umsteigepunkt in Gladbeck. Ist zur U-Bahn runter oder? Nee, zur Innenstadt. Und eine Unterführung zur Innenstadt. Ja, sogar oben auf der Anzeige haben wir hier die Regentextur drauf. Das ist das Einkaufszentrum, weil mir es hier eher nach Parkhaus aussieht. Oder scheint wohl doch das Einkaufszentrum zu sein. Ui. Das ist jetzt neu hier, sonst war die Einfahrt hier immer viel breiter. Da. Sei mal kurz gehangen, wäre ich fast gegen Laterne gefahren. Oh je, hier stehen wir jetzt wieder. Wir sind sowieso zu früh. So, wenn hier die Türen so lange aufstehen, braucht ihr euch nicht mehr zu beschweren, dass es hier zu warm drin ist. Ist nämlich einmal gleich hier schön durchgelüftet. Hallo. 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 Guten Tag. Tag. Hallo. So, ich hoffe, wir noch eine Minute vor, dann sind wahrscheinlich wieder Fahrgäste da. Ja, doch nicht. Gut, war gar nicht so schlimm. Ja. Oh, die Tür wird schmutzig. Also wirklich, so müssen die Maschinen bei Regen eigentlich im LS15 aussehen, ja. Und nicht ein Bus, der über eine Straße fährt, gell. Er ist höchstens hier an den Rädern da ein bisschen verspritzt und an der Motorklappe so ein bisschen hier hinten. Aber ansonsten, ein LS15... Klar, ne? Man fährt hier mit Gruber, Sämaschine, mit Mähdrescher fährt man bei Regen und bei Sturm übers matschige Feld. Und was passiert? Die Maschinen werden sauber. Hier in Omsi passiert genau das Gegenteil. Dann natürlich ein LS15, wenn es trocken ist, ne? Dann werden die Maschinen sofort schmutzig. Gegenkurs. Nächste Haltestelle, Gladbeck, Marktplatz. Marktplatz haben sie bestimmt auch irgendwas verändert. Haben sie bestimmt auch enger gemacht. Aus irgendeinem Grund. Wir haben hier überhaupt gar keine Haltestellenbremse ohne Türfreigabe. Das ist blöd. Wenn ich jetzt die Tür, die Haltestellenbremse reinmache, gehen die Hintertüren auf. Und das muss jetzt nicht gerade sein. Gerade Frage ist, warum laufen die Tropfen nicht mehr? Laufen die nur, wenn wir fahren? Na, jetzt geht's wieder los. Doch, hier rüber. Ah ja, stimmt. Ah, hier sind wir schon. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt noch einmal links ab und dann hier rein. Ne, hier haben sie nicht viel verändert. Wo steht bitte schon das Haltestellenschild hier? Kann das da oben lesen. Möbel Nissing. Was die alles eingetragen haben. Guten Tag. Ja, jetzt fahren wir aus der City hier wieder ein bisschen raus. Hier steht auch ein Baum im Bürgersteig drin. Da noch einer und noch einer. Hier sieht man es wieder. Für ein schönes Schild. Langsam. Toll. Kenne ich nicht. So, wie sieht es mit Aufnahme aus? Läuft die noch? Abgestürzt wäre nicht schlimm gewesen. Ich habe gerade gespeichert. 36. Irgendwie scheint uns der Gegenkurs kommt uns auf unserer Linie immer mit Solobus entgegen. Aber wenn ich jetzt mal hier in den Bus reingucke, lohnt sich das schon, einen Gelenkbus hier einzusetzen. Also der Bus ist voll, ne? Ja, die ist hoch abknielig. Das dauert immer ein bisschen. Aber gut, das ist jetzt kein Problem, ist jetzt nicht so schlimm. So unter Druck stehen wir nicht. Nächste Haltestelle. Da hängt Schnee unter der Decke. Hallo. 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 Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigung. Hallo. Ich meine irgendwie immer, da hupt einer. So eine Hupe wie im... Münsterhaltestelle. Weihheimer Straße. Im Skiregion-Simulator. Entschuldigung, ich muss hier ein bisschen langsamer durchfahren. Du kannst bitte fahren, oder sollst sogar fahren. Der hört ja auch den Straßenstil. Ja, das war, weil ich hier die ganze Zeit immer so Gas gegeben habe und dann wieder losgelassen habe. Deswegen beschwert ihr euch jetzt. Kreisel sind eng hier. Ihr müsst ja nicht durchfahren. Ist das hier das Tropenhaus auf Rädern oder was? Ja, so ungefähr. Ein Tropenhaus auf Rädern, das wäre doch auch mal was. Nächste Haltestelle. Riedelstraße. Tag. Ah, ja, noch mit. Nächste Haltestelle. Neustraße. Wieder im Kreisverkehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist hier nicht mehr so rutschig wie am Anfang in Bottrop. Kann auch einfach sein, dass ich mich dran gewöhnt habe jetzt. Ich wollte gar nicht mit hier, ne? Nächste Haltestelle, Münsterländerstraße. So, dann sind wir schon bald da. Wir machen jetzt noch diesen... Alle anderen Linien, die fahren jetzt geradeaus durch nach Buraustraße. Ich mache jetzt noch so einen Knick hier. Ja, das ist wieder Gegenkurs, ne? Im Solobus. Kirschenhorst. Ich wohne im Horst. Kann man dann sagen. So, zum Glück ist man nicht geradeaus, da ist eine Baustelle. Wow. So viel zu, es ist nicht mehr rutschig. Haltestelle, Rosenhügel, Markt. Guten Tag. Hallo, Tag. Nächste Haltestelle, Sauerländerstraße. Achtung! Hallo! Hallo! Ja, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, wo ich jetzt gerade hier Stadtrundfahrt sehe, dass die Stadtrundfahrt nicht ausgeschildert ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil sind die ja schon mal auf der V6 gefahren. Da habe ich wieder irgendwann so verfahren, ne? Naja. Nächste Haltestelle, Greifswalder Straße. Oh, erst 30. Lass mal rollen. Guten Tag. nichts dafür, wenn der über die Straße in mir in den Bus reinläuft. Ist auch gut, hier stehen überall Vorfahrtsschilder. Aber keine Vorfahrtsstraße, nein. Steht an jeder Kreuzung einzeln ein Schild. Nächste Haltestelle, Melkenstraße. Hier kann man nicht mit zwei Bussen an der Haltestelle stehen. Das geht nicht mehr. Ich hatte es auch einen Grund, dass hier keine Gelenkbusse fahren. Und dafür oft ein Bus fährt. Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen, Rosenstraße. Hallo. Tag. So, jetzt sind wir auch wieder ja, auf dem Weg der anderen Linien. Ab hier, glaube ich. Katernring fahren die anderen, glaube ich, auch alle. Ich denke, ich werde das hier mindestens in zwei Teile auch wieder teilen. Weil es jetzt keine Abmoderation gab, aber es geht jetzt hier schon über eine Stunde. Und doch etwas zu lange. Ein Video. So, hier treffen jetzt auch verschiedene andere Linien zusammen. Auch die Straßenbahn fährt ab hier. Dann ist die nächste Haltestelle unsere Endstation Buraustraße. Hallo. Hallo. Einmal normal bitte. Einmal normal noch für eine Haltestelle. Dankeschön. Hier eine Karte für 4 Haltestellen. Eine Brotstrecke vielleicht? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dankeschön. Bitteschön. Geht jetzt die Performance ein bisschen runter, das merkt ihr. Ja, ihr fahrt alle schön über Rot. Das merke ich mir auch. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da. Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr einen Link zu zum Sendeplan und vieles weiteres mehr. Ja, ich sag an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und ciao. So, das ist wieder eine Endstation. So, wir stellen uns ein bisschen gerade hier hin, damit andere auch noch hier vorbeikommen. Ja, die ersten waren ein bisschen zu früh, aber das ist kein Problem. Bisschen schmutzig sind wir geworden, aber das passt schon. Tja, Betriebsfahrt will er nicht anzeigen. Ich schön mit den Schiebetüren. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.